Alle Personen, die neu gekommen sind, es geht hier ganz kurz um die Vorstellung, einige Kampagnen oder Aktionen, die wir jetzt laufen. Und danach kann man auch gerne die Gegensätze ausmachen, die vorkommen und uns das vorstellen. Ich stelle die Kampagne Ihr repräsentiert uns nicht vor, die dieses Jahr. Die Kampagne? Ihr repräsentiert uns nicht, die sich gegen die herrschende Politik momentan wendet. Und eben für an alle Leute wendet, die sich ebenfalls missten, präsentiert von der Politik. Die Kampagne ist neu aufgebaut, und zwar läuft sie bereits in verschiedenen Städten. Dass vor den Rathäusern dort kleinere Aktionen stattfinden, die eben per Bild und auf Video aufgenommen werden, die dann auf die Seite hochgeladen werden, damit man eben auch in verschiedenen Städten sieht, dass es wirklich bundesweit Leute gibt, Es sind kleine Reaktionen, wie jetzt in Hamburg hat man ein riesiges Plakat, jetzt, soviel ich weiß, organisiert und es damit durch die Straßen gelaufen, eben auch vom Rathaus angefangen, wo man dann durch die Straßen gelaufen ist. In Düsseldorf gab es jetzt halt eine Aktion, dass man über eine Autobahnbrücke etwas getan hat, ein riesiges iRun-Plakat gehängt hat. In anderen Städten sind es wieder kleine Infotische, die eben aufzeigen, wie die Politik uns eben nicht repräsentiert, was sie eben zum Beispiel vor 4 oder auch vor 8 Jahren vor den Wahlen gesagt hat und was umgesetzt wurde. Ja, einige, ganz kurz, ich habe es gemacht. Und zwar das vor der Wahlversprechen, vor der Wahl 2009 zum Beispiel, die CDU mit einem Einkommensteuersatz wollte sie in 2 Schritten auf 12% senken. Die SPD wollte da auf 10% runter, ist aber aktuell immer noch bei 14% wie 2009. Also da gibt es x Beispiele, die man nennen kann und die auch relativ leicht finden. Wie gesagt, die Aktion findet bereits statt in einzelnen Städten und zieht im Juli weiter vor die jeweiligen Landesparlamente, um dort eben auch nochmal ein klares Zeichen zu setzen. Und findet dann im September ihr großes Ziel dann in Berlin. Und zwar am 21. und 22. oder am Tag der Bundestagswahl wird sich dann in Berlin versammelt, um eben klarzumachen, dass wir von diesem Demokratiesystem uns nicht mehr wiedergegeben, also sprich, wir uns nicht wiederfinden. Ähnlich wie die Spanier, die am 25. September Occupy del Congreso inszeniert haben und dort eben sich in Madrid versammelt haben, um das Parlament zu umstellen und den Kongress zu umstellen. Und ob wir jetzt die gleichen zahlenmäßig genauso groß werden oder nicht, das liegt jetzt auch gar nicht der Schwerpunkt drauf, sondern es geht eher darum, eine wirkliche Struktur zu schaffen, die sich eben für Alternativen einsetzt. Kannst du vielleicht gerade noch einen Satz dazu sagen, wer ihr seid, also wer die Gruppe ist, die das organisiert? Es gibt keine Gruppe dazu, denn wir haben uns jetzt zusammengefunden. Das sind ehemalige Occupier, einzelne Leute, die bei Occupy aktiv waren. Ich kam jetzt von Global Change zum Beispiel. Also da gibt es jetzt so keine Gruppe, die vorher bestand und dann auf einmal da wurde, sondern es sind eben Aktive, die sich dafür nicht mehr repräsentiert fühlen und deswegen eben etwas gerade im Wahljahr dagegen machen wollen. Oder darauf aufmerksam machen. Und für den Zweck habt ihr euch zusammen. Genau, das eben so. Genau. Ja, das war jetzt nur so der Part für die Leute, die sich nicht repräsentiert fühlen und an dieser Wahl nicht teilnehmen. Und auch von diesem ganzen Parteigedöns nichts halten. Andererseits wendet sich, ihr repräsentiert euch nicht, aber auch an die Menschen, die in Parteien sind. Einfach aus der Erkenntnis heraus, dass, ich sage jetzt mal, wenn ich CDU-Parteigänger wäre, würden mich so Sachen wie Atomausstieg, Abschaffung der Wehrpflicht und die Homo-Ehe auf die Palme treiben. Wenn ich SPD-Mitglied wäre, würden mich Sachen wie die Agenda 2010, wie das die Geschichte mit der Rente,
wie das Nicht-Einhalten der Versprechung der Schaffung oder der, sag mal, Verbesserung des, wie heißt es noch, Betriebsverfassungsgesetze, wo die Betriebsräte eigentlich gestärkt werden sollten. Das würde mich als SPD-Mitglied enttäuschen. Als FDPler würde ich sagen, es ist viel zu wenig Public-Private-Partnership. Die Steuersätze sind viel zu hoch. Wir müssen viel mehr privatisieren. Da haben wir versagt. Als Linker muss ich mir dann vielleicht auch die Frage stellen, was ich in den Regierungskoalitionen, insbesondere in Berlin mit dem Flughafen BER zu tun habe, ob ich das noch vertreten kann als Linker und so weiter und so weiter, als Grüner. Zustimmung zu Agenda 2010, Zustimmung zu den Sicherheitsgesetzen, mit Entsendung von Soldaten, Befürwortung von Kriegseinsätzen, also wo einfach die Parteien ihre Ideale über Bord geworfen haben. Und mich würde es freuen, zum Beispiel mit jemandem von der CDU über die Asylpolitik zu reden, aufgrund einer christlichen Ethik, wie zum Beispiel der Bergpredigt. Ja? Also das ist, stelle ich mir dann so insgesamt spannender vor. Das waren jetzt sozusagen die Parteien, aber es gibt auch ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, die gehen wirklich wählen. Es werden Betriebsräte gewählt, es werden Elternvertreter gewählt, es gibt kommunale Elternvertretung, Landeselternvertretung, auch Betriebsräte. Und ich frage mich da an dem Punkt, wo werden die repräsentiert, wenn es um Entscheidungen in Bildung, Erziehung oder ums Arbeitsrecht geht? Da sieht man diese Leute nicht. Ja, also die sind zwar gewählt, aber die haben keinerlei Einfluss oder ähnliches, wenn man jetzt nicht Gewerkschaftsboss ist oder so, aber auch die haben ja, wie allen bekannt sein sollte, mit Rot und Grün gemeinsam an der Agenda 2010 gestrickt und die halt auch mit unterstützt oder flankiert. Das war also so der Teil für die Leute, die wählen gehen. Ja. Also es gibt von Iran jetzt keine einheitliche Empfehlung, wählen zu gehen, Partei zu wählen oder ungültig zu wählen. Das soll halt jeder so tun, wie es... Ich warte auf euch. Ich glaube, soll halt eben die Leute, die sich nicht repräsentiert fühlen, ermutigen, einfach sich öffentlich kundzutun gemäß ihres Informationsstandes. Das ist eben so ein bisschen die Sache, warum ich mich als Livestreamer von Castor TV auch daran beteilige, weil ich auch sage, unsere Medien repräsentieren uns nicht. Ja, wir denken mich einfach mal so an die, was gerade gesagt wurde, die Umzingelung des spanischen Parlamentes. Ja, da waren laut Tagesschau einige Tausend, das waren aber 100.000. Ja, da gab es für den zweitgrößten Shitstorm in der Geschichte der ARD, da wurde auch so losgetreten und das zeigt eigentlich, dass viele Menschen doch Interesse haben, Politik auch aktiv mitzugestalten, aber sie wissen nicht wo. Ein weiterer Aspekt auch noch, was auch noch mit einfließt, ist halt eben dieses Mehrheitswahlrecht. Das sind keine Konsensentscheidungen, sondern es ist ein Mehrheitswahlrecht und der Verlierer hat eben verloren. Und wenn es 49% sind. Das ist so das Großkonzept, sage ich mal. Und das ist nicht vorgegeben, auf jeden Fall erweiterungsfähig. Und jede Iran-Gruppe in jedem Ort macht das auch so, wie sie es für richtig hält. Es gibt keinen Obersten oder es gibt kein Gremium, was jetzt beschließt, das ist jetzt noch konform oder das nicht mehr. Weil dann wäre es auch wieder nur eine neue Partei und nichts anderes. Das war soweit mein Statement dazu. Das Problem ist natürlich, wenn Menschen sich austauschen wollen, wo wollen sie sich treffen? Soll es in Bürgerforen stattfinden? Haben wir sowas? Haben wir nicht. Unser Bundespräsident hat neulich in einer Europarede sehr lobend erwähnt, dass man ja sowas braucht wie Bürgerforen oder so. Ich weiß nicht, inwieweit das hier so bekannt ist. Es gibt ein Bürgerforum, und zwar an einer sehr prominenten Stelle. Und zwar hier ist das Bundeskanzleramt, auch Waschmaschine genannt, wegen der Bauformen. Und hier ist das Abgeordnetenhaus. Ich sage mal nicht, was ich dazu sonst sage. Und dazwischen ist eine Freifläche, das wird unten gebaut. Und da sollte, das Ensemble heißt Band des Bundes, dafür fand ein Architekturwettbewerb statt.
Und da sollte ein allerdings nur repräsentatives Bürgerforum sein. Das war geplant und beschlossen von allen Parteien des Bundestages, wurde aus Kostengründen nicht gebaut. Idee dieses Architekturentwurfs war, dieses symbolische Forum eben zwischen diesen beiden wichtigen Gremien unserer Demokratie zu stellen, um zu symbolisieren, hier geht nichts am Volk vorbei. Wo das Volk ist, sieht man. Das haben einige Aktivisten einmal den Platz kurzzeitig besetzt. Das ist in 4 Stunden gelungen. Danach kam die Polizei und hat sie abgeräumt. Da half es auch nicht, sich auf den Schirmherrn des Forums Helmut Kohl zu berufen. Das spielt alles keine Rolle mehr. Ich schätze mal, 3 bis 4 Millionen waren damals angesetzt für dieses Bürgerforum. Das sollte halt ein riesiges architektonisches, auch noch gut gestaltet sein mit einzelnen Containern, die man wie Module dann zu großen Veranstaltungsräumen zusammensetzen kann. Also, wen das interessiert, im Internet einfach mal Band des Bundes eingeben und da kriegt man, ist man sehr erstaunt, wie weit, wie fortschrittlich das war, die Planung und was am Ende dabei rausgekommen ist. Denn dort ein repräsentatives Bürgerforum zu errichten, hätte ja bedeutet, dass der Bürger sich denkt, wo ist das jetzt mein Stadtteil, wo ist das mein Team, wo können wir uns treffen jetzt in den Wohnvierteln, ja, wo haben wir überhaupt Orte? Okay, das reicht jetzt. Ja, ganz am Ende. Aber vielen Dank. Okay,